Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Panzer-Universum.de, Rollaufstelle rund Thema Panzer. Ich bin der Peter und es gibt Breaking News. Die Panzerhaubitze 2000 wurde scheinbar in die Ukraine geliefert. Da gab es einen Twitter-Post von dem ukrainischen Verteidigungsminister Resnikov, der auf Twitter eben diese Information gepostet hat, dass die Panzerhaubitze 2000 nun Teil der 155mm Haubitzenartillerie des ukrainischen Arsenals ist und bedankt sich da auch nochmal bei Christine Lamprecht von der SPD für diesen Support der Ukraine. Link zu dem Post natürlich in der Beschreibung. Ob nur vereinzelte Fahrzeuge angetroffen sind oder die komplette versprochene Lieferung ist aktuell nicht bekannt. Es wird jedoch interessant zu sehen sein, wann und wo die ukrainische Armee die Panzerhaubitze 2000 einsetzen wird. Das macht nämlich keinen Sinn, sie über die komplette Front zu verwenden, weil einfach zu wenige Fahrzeuge davon in der Armee sich befinden und auch Instandsetzung und Logistik ein Albtraum wäre. Deswegen kommen diese Fahrzeuge gezielt in Frontabschnitten vor. Das machen sie auch bereits schon so mit der M777 von den Amerikanern oder dem Caesar-System der Franzosen. Ich bin mir recht sicher, dass es bald erstes Bildmaterial von der Panzerhaubitze 2000 in der Ukraine geben wird. Wahrscheinlich spätestens, wenn sie zum Einsatz kommt. Das war bei den anderen Waffensystemen auch. Die Ukraine hält da nicht wirklich zurück, welche Waffen sie verwenden. Und das war ja bereits bei den anderen Systemen auch der Fall. Sobald es weitere Informationen zur Panzerhaubitze 2000 in der Ukraine gibt, werde ich euch selbstverständlich darüber informieren.